Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Windelvideo bei 1bis3.de. Heute gibt es etwas über Windelvlies. Wofür brauche ich Windelvlies? Fragst du dich vielleicht? Dann pass mal auf, ich erkläre dir in diesem Video, was Windelvlies überhaupt ist, wofür du es gebrauchen kannst, wie du es anwendest und ich stelle dir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Marken auch noch vor. Was ist also ein Windelvlies? Ein Windelvlies ist im Grunde genommen nur ein rechteckiges Stück Zellstoffpapier. Es ist eigentlich als Einwegartikel gedacht. Du legst es in eine Windel auf die oberste Schicht auf und wickelst dein Kind und es ist dafür gedacht, dass das Kaka dann hier da drauf kommt und du es nach jedem Windelwechsel nimmst und in den Mülleimer schmeißt. Das ist also eine Stoffwindel. Ja. Hier ist der Saugkern der Stoffwindel. Eventuell hast du noch eine Saugeinlage, eine zusätzliche hier drauf und darauf legst du das Windelvlies. Der Grund ist eben einmal, damit du, wie gesagt, das Kaka besser entsorgen kannst, aber auch, damit der Stoff geschützt wird. Wenn hier ein Windelvlies drauf liegt, kommen natürlich weniger Schmutzstoffe hier auf den Stoff drauf. Das heißt, es wird schon mal nicht ganz so schmutzig, der Stoff. Und er wird etwas geschützt. Dieser Schutz ist dann auch ganz besonders wichtig bei modernen Stoffen aus Mikrofasern. Denn da kann es leider manchmal passieren, dass sich eine ganz, ganz dünne Schicht bildet, die dazu führt, dass die Windel an sich, die Stoffwindel an sich, nicht mehr genügend Pipi aufsaugen kann. Und diese Schicht, die besteht dann eben aus hauteigenem Fett oder aus Fett, das im Kaka besteht, außerdem aus Überbleibsel, wie Waschmittelreste, Kalkablagerungen. Das kann dann eben beim Waschen passieren, dass das nicht gründlich genug gereinigt wurde und sich diese Schicht bildet. Äußerlich sieht die Windel total sauber aus, sie ist eigentlich auch sauber, aber es ist halt ein ganz, ganz dünner Film da drauf. Den kannst du natürlich wegbekommen, am besten mit einem Mittel wie zum Beispiel Gallseife, heißem Wasser und einem kleinen Bürstchen. Damit schrubberst du dann deine Windel ab und wäschst sie mehrmals dann bei einer doch recht heißen Temperatur dann in der Waschmaschine und dann funktioniert das auch wieder. Aber da bietet sich eben auch die Verwendung von einem Windelvlies an, dass du das nimmst und dann wird die Windel schon mal etwas geschont. Aber das ist halt hauptsächlich bei den Mikrofasernstoffen. Wenn du jetzt eine Windel aus Baumwolle hast oder Bambusviskose, musst du da nicht so drauf achten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wo du dann eben auch bei einer Baumwollwindel besser drauf achten solltest. Eine Möglichkeit, das Windelvlies zu verwenden, das ist, wenn du bei deinem Kind mal ausnahmsweise eine Popocreme verwenden musst. Diese Cremes und Salben, die sind oft sehr, sehr reichhaltig und sehr fettig. Und damit sich dann eben auch nicht die Fasern verkleben, solltest du dieses Vlies verwenden, dieses Einwegvlies, damit die saugenden Fasern eben gar nicht so zukleben. So, du siehst, ich habe eben hier schon mal an der Seite das Vlies etwas umgeklappt, denn du konntest eben schon erkennen, das Windelvlies ist viel zu breit für die Windel, für diesen Schnitt. Deswegen wird es dann an den Seiten eingeklappt und passend an die Breite von der Windel so eben gemacht. Und das gleiche kannst du natürlich auch in der Länge machen. Worauf du aber achten solltest, das ist folgendes. Du kannst das Vlies hier einmal in der Länge und du könntest es natürlich auch nochmal, also einmal in der Breite und du könntest es auch nochmal in der Länge zusammenklappen. Aber jetzt hast du hier schon vier Lagen von dem Vlies. Und das ist jetzt nicht so gut, denn jetzt kann es passieren, dass das Pipi gar nicht mehr wirklich an die Stoffwindel drankommt, sondern vorher schon abperlt. Dann läuft die Windel auch aus. Das ist unerwünscht. Also solltest du in dem Fall das Vlies, wenn du es schmaler umklappst, dann wenigstens in der Länge dann abschneiden. Ein Windelvlies ist übrigens auch keine Saugeinlage. Es kann kein Pipi richtig aufsaugen. Also du brauchst wirklich immer noch dicke Saugeinlagen dahinter. Das ist jetzt ein recht langes Vlies, aber es gibt auch kürzere. Und welche Vliese es da so gibt, die unterschiedlichen Marken, die möchte ich dir jetzt im Weiteren im Detail mal vorstellen.
Dann fangen wir jetzt hier an mit dem Imse-Wimse Babyvlies. Das sind 2 Rollen in der Packung, jeweils zu 100 Stück, also insgesamt 200 Blatt Windelvlies. Es ist relativ glatt und die Blattgröße ist ungefähr 19,5 bis 28 cm. Wenn du ein etwas größeres Kind hast, ein Kleinkind, dann hat Imse-Wimse noch das Vlies für den Toddler, ein Kleinkind also. Und das ist jetzt wesentlich länger, wie du hier sehen kannst. Es ist ungefähr 37 cm lang und auch wieder 19,5 cm breit. Es ist also wesentlich länger. Dadurch, dass es über 19 cm breit ist, wirst du es sehr wahrscheinlich in vielen Fällen an den Seiten der Saugeinlagen oder der Windel umklappen müssen. Wenn du jetzt eher ein Windelvlies für ein neugeborenes Kind suchst, gerade eben ein Vlies brauchst für diesen ganz weichen, wasserlöslichen Muttermilchstuhl, dann empfehle ich dir zum Beispiel das Vlies von Disana. Das Disana-Vlies ist auf der Rolle. Es sind hier auch 100 Blatt da drauf und die haben dann eben so Perforationen und da kannst du es einfach jeweils abreißen. Das Blatt ist ungefähr 36 cm lang und nur 16 cm breit, also schmaler als das von Imse-Wimse. Es ist ein sauerstoffgebleichtes Papier und der Rohstoff kommt aus einem zertifizierten Waldbau. Das Vlies von Disana hat eine leichte Struktur, so eine leichte Waffelstruktur, und es ist viel dicker als das Vlies von Imse-Wimse. Eine andere Alternative für ein Neugeborenes wäre jetzt zum Beispiel das Vlies von Mein Ultra. Das ist 38 cm lang und auch nur 16 cm breit. Es ist auch chlorfrei gebleicht und das ist richtig schön weich auch. Also ist auch ein wirklich tolles Vlies für ein Neugeborenes. Wenn du jetzt sagst, das stört mich aber zu sehr, das jedes Mal von der Rolle so abzureißen, dann kann ich dir das Popli empfehlen von Popolini. Das kommt in diesem Karton. Du musst einfach nur hier die Öffnung daraus stanzen. Und dann kannst du hier jeweils ein schon zugeschnittenes Blatt rausziehen. Und das ist auch schon praktischerweise an beiden Seiten einmal gefaltet. Wenn du es etwas breiter brauchst, kannst du es ja dann nochmal anders machen. Und die Popolini-Fliese, die sind ungefähr 35 cm lang und im Gesamten 24 cm breit. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Vlies bei vielen Familien und zwar dann von Geburt an, bis die Kinder dann trocken werden. Ebenso Mein Ultra und auch die Sana. Ein weiteres Vlies, das es im Karton gibt, ist das von Bambino Mio. Das ist allerdings jetzt ein ganz anderes. Das ist aus Viskose. Es ist sehr glatt und sehr weich und auch sehr stretchig. Es ist ungefähr 30 cm lang und 22 cm breit. Und das kommt eben dann auch in einem Karton und ist schon fertig zurechtgeschnitten. Ach ja, noch ein kleiner Tipp. Wenn du jetzt noch einen Waschlappen daraus machen möchtest, ist das gar kein Problem. Du tränkst dieses weiche Tuch vom Bambino Mio in weichem Wasser, gibst vielleicht ein bisschen Öl dazu und kannst damit prima den Popo von deinem Baby reinigen. Ähnlich weich, aber dann wieder von der Rolle, ist das Vlies von Totspots. Das ist jetzt auch ein ganz, ganz schmales Vlies. Das ist nur 13 cm breit und ungefähr 29 cm lang. Also das hier muss wahrscheinlich gar nicht mehr an den Seiten irgendwie eingeklappt werden. Bei Totspots ist die Besonderheit, dass die keine Bindemittel mit dabei haben. Deswegen lässt sich dieses Vlies auch gar nicht in der Waschmaschine waschen. Zu dem Punkt sage ich gleich noch was. Ich zeige dir jetzt noch das letzte Vlies. Das ist von Little Lamp. Little Lamp kommt auch auf der Rolle. Es ist auch ziemlich weich. Es ist jetzt nicht so lang und das hat jetzt also eine Länge nur von 27 cm, ist aber wieder relativ breit mit seinen 19 cm. Hier sind auch wieder 100 Stück drauf.
Jetzt habe ich dir gerade erzählt, dass man einige Windelfliese waschen kann, aber halt nicht alle. Also wie gesagt, das von Totspots gar nicht. Ich würde Little Lamp und Babino Mio auch eher nicht mitwaschen. Was sich gut mitwaschen lässt, das ist eben mein Ultra, die Sana oder Popolini. Was du aber auf jeden Fall machen solltest, ist, du gibst das Windelflies, das Nasse, also es sollte wirklich nur das Nasse sein, nur mit dem Pipi, nicht das, wo Kaka drauf ist, das gibst du hier in so ein Wäschenetz. Schließt das Wäschenetz und wäscht es dann zusammen mit den Stoffwindeln in der Waschmaschine. Warum ein Wäschenetz? Ganz einfach, diese Fliese, die können sich ansonsten irgendwo in der Waschmaschine auch mal in den Ausguss bewegen und dann können sie den Abfluss wirklich blöd verstopfen. Das ist ziemlich teuer, so eine Reparatur. Das würde ich nicht riskieren. Ansonsten habe ich dir ja auch schon gesagt, dass du ein Windelflies wirklich wegschmeißen sollst. Also das heißt, du nimmst das benutzte Vlies, das schmutzige, und schmeißt es in einen Mülleimer und nicht in die Toilette. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. Also die Kanalisation, die ist oft in älteren Häusern schon sehr eng oder es sind schon Ablagerungen da drin. Und diese Tücher, die sich ja dann nicht zersetzen, du kannst sie ja teilweise in der Waschmaschine waschen, ja? Also wenn die sich nicht zersetzen, dann können die irgendwann die Rohre verstopfen. Entweder bei dir im Haus oder eben später in der Kanalisation, wo sich ja noch ganz, ganz viele andere Dinge befinden, die definitiv nicht drin sein sollten, dann bilden sich Riesenklumpen. Vielleicht hast du vor ein paar Monaten mitbekommen, dass in London ein riesiger Fettberg in der Kanalisation drin war. Und da musste wirklich mechanisch mit Bohrern und alles Mögliche dieser Berg erstmal zerkleinert werden. Die Zuflüsse bei den Kläranlagen haben oft auch so kleine Propeller und auch dort verhangen sich sehr, sehr oft mittlerweile diese Feuchttücher, die auf den Toiletten benutzt werden. Das ist echt eine eklige Arbeit, einmal das wieder zu entfernen und es ist vor allem aufwendig und teuer. Und im Endeffekt müssen wir das dann alle bezahlen, damit die wieder arbeiten können, ne? Damit unsere Abflüsse gut durchfließen können. Also niemals das Windelflies in die Toilette schmeißen. Ich möchte auch noch einen anderen Tipp mitgeben. Es gibt Kinder, die vertragen das Windelflies nicht oder sie vertragen eine bestimmte Marke nicht. Wenn du jetzt also eine Rötung an der Popohaut bemerkst und den Verdacht hast, es könnte das Windelflies sein, dann lass es mal weg. Bessert sich der Popo? Dann kannst du es nochmal probieren, wenn es dann wieder schlechter wird. Dann nimmst du entweder eine andere Marke oder du sagst, naja, ist egal, dann lasse ich das sein mit dem Windelflies. Ich krieg das Kaka auch so über der Toilette abgeschüttelt und ob jetzt die Flecken etwas stärker sind, das ist dir dann vielleicht auch egal. Es ist ja kein Muss, ein Windelflies zu verwenden. Ja? Du brauchst Saugeinlagen, die was aufsagen können. Windelflies ist nur optional. Wenn du jetzt aber erstmal unterschiedliche Marken austesten möchtest, weil du halt wissen möchtest, welches ist jetzt von der Breite, von der Länge oder von der Dicke halt bei euch am besten geeignet, dann kannst du bei uns im Shop so kleine Tütchen bestellen. Da haben wir dann immer 4 Blätter von einer Marke, in dem Fall wäre das 4x Popli von Popolini, in ein Tütchen gepackt. Und dann kannst du einfach mal ausprobieren, welches Windelflies jetzt bei dir am besten passt. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, es gibt ziemlich viele Arten von Windelfliesen. Sie können unterschiedlich lang sein, kurz sein, breit sein, schmal sein, dicker oder dünner. Es gibt sie aus Zellstoff, es gibt sie aus Viskose. Einige sind waschbar, dann aber bitte in einem Wäschenetz und andere sind nicht waschbar. Und für alle gilt, sie werden über den Müll und nicht über die Toilette entsorgt. So, das war jetzt also wieder ein Windelvideo von 1bis3.de und mein Schaf und ich, wir würden uns freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Du kannst auch gerne einen Kommentar unten reinschreiben, du darfst uns bewerten, du darfst auch unseren Kanal abonnieren, wenn du möchtest und du darfst das Video teilen. Also, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder bei einem weiteren Video von 1bis3.de, Sabine und dem Schaf. Tschüss!